Leute, ich bin Stefan, heute in Sydney. Und was du hier an einem Tag erleben kannst, hier in meinem Video. Am Morgen musst du unbedingt einen Spaziergang von Mrs. Macquarie's Point über den Botanischen Garten zur Sydney Oper machen. Du siehst, hinter mir ist schon die Skyline von Sydney. Wirklich toll, dieser Weg. In Sydney dreht sich natürlich alles um die Oper und die Bridge. Eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, von der Ferne, also im Fernsehen, sieht die Oper viel kleiner aus als in Wirklichkeit. Also sie ist ziemlich groß. In Sydney kannst du dich ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Das wären zum Beispiel Züge, Busse und die Schiffe, also die Fähren. Und du zahlst alles nur mit einer einzigen Karte und das ist diese hier. Diese lädst du entweder im Supermarkt auf oder an solchen Automaten. Hier am Circular Quay treffen sich Züge, Busse und die Fähren, die in alle Richtungen ausfahren. Während in Deutschland der Winter sich nähert, sind wir hier mitten im Frühling. Das sieht man bereits hier an den wunderschön blühenden Bäumen. Überall in der ganzen Stadt findest du diese großen Kakadus hier. Ich bin ganz fasziniert von denen und die sind ziemlich zutraulich. Wobei dieser hier markiert ist. Im Stadtteil The Rocks stehen die ältesten Gebäude der Stadt. Hier findest du auch die ältesten Bars der Stadt. Natürlich gehört ein Spaziergang über die Harbour Bridge genauso dazu wie ein Spaziergang über die Golden Gate Bridge und sie ist genauso interessant. Nach mehr als 200 Stufen kommst du auf den Pylon Lookout. Von dort hast du die beste Sicht auf die Oper und die Skyline von Sydney. Komm mit uns. Wenn du schwindelfrei bist, kannst du auch die etwas teurere Variante machen, aber rechne mit ungefähr 200 Dollar pro Person. An Aussichtspunkten mangelt es der Stadt wirklich nicht. Hier vom Observatory Point kannst du mal wieder auf die Brücke gucken. Queen Victoria Building hinter mir ist ein ziemlich prunkvolles Gebäude, in dem du wunderbar shoppen kannst.
Der Hyde Park bietet sich optimal für ein kleines Päuschen an, ist der älteste Park hier mitten im Stadtgebiet. Hinter mir siehst du ja schon den Tower und auf der anderen Seite befindet sich die St. Mary's Kathedrale, auch sehenswert. Gleich nebenan befindet sich der Sydney Tower Eye. Dort kannst du über die ganze Stadt schauen, am besten sogar noch abends zu Sonnenuntergang. Aber so viel Zeit habe ich heute nicht, deswegen muss es tagsüber sein. Dort gehen wir erstmal jetzt hin. Von 200 Meter Höhe kannst du richtig weit gucken und mit diesem Fernlaser noch weiter. Wenn du Fisch magst, komm auf jeden Fall zum Fischmarkt hier in Sydney. Eine Riesenauswahl. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übertrieben hier. Boah, die Platte war viel zu viel für zwei Personen, aber war sehr lecker. Nach einer halben Stunde Fährenfahrt bist du in Manly angekommen, dann noch 5 Minuten bis zum Manly Beach und hier kannst du entweder surfen oder einen Drink genießen. Wenn du dann noch etwas Zeit hast und Lust hast, außerhalb von Sydney zu erleben, dann komm auf jeden Fall zum Bondi Beach. Von hier aus kannst du nicht nur baden, sondern du kannst einen wunderbaren Wanderweg laufen, direkt an der Küste entlang. Du siehst es hier hinter mir, der geht noch Kilometer weiter. Kannst du natürlich nicht an einem Tag erleben. Du brauchst für so viele Sehenswürdigkeiten mindestens 3 bis vielleicht sogar mehr als eine Woche. Denn brauchst du allein schon einen halben Tag, um den ganzen Hafenbereich abzulaufen.
Also mindestens eine Woche solltest du einplanen. Wenn dir also meine Woche, ich war jetzt übrigens 3 Tage hier, gefallen hat, drück den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, denn es kommen noch ein paar andere Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.